Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Heute basteln wir Deko-Elemente. Ich habe hier zwei Stanzschablonen-Sets. Das linke ist von Poppy Stamps Simply Rings und das rechte ist vom Action. Und diese Stanzschablonen stanzen halt direkt Ringe. Wenn ihr sowas nicht habt, als Alternative kann ich euch nur vorschlagen, dass man zum Beispiel Stanzschablonen für Kreise verwendet, aufeinanderfolgende Ringe zum Beispiel zusammenklebt und dann bekommt man auch, so wie hier, Ringe. Ich habe ein paar Elemente schon in Grau gehäkelt. Ich habe auch Kreise mit Lochmuster. Ich meine, das ist auch eins von den Action-Sets. Das habe ich jetzt nicht fürs Bild rausgeholt. Das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Ihr braucht eine Stanz- und Prägemaschine und eure Stanzschablonen. Ich habe hier die neuen von Poppy Stamps ausprobiert. Die hatte ich mir relativ neu gekauft. Ich habe den kleinsten Ring genommen und Pappe, also Restpapierstücke aus stärkerem Papier und kurbel das Ganze jetzt mehrmals durch die Stanz- und Prägemaschine. Einmal vor, einmal zurück, damit ich sicher bin, dass das auch durchgestanzt ist. Je dicker das Papier ist, desto mehr Kraft müsst ihr quasi aufwenden, beziehungsweise so geht ihr halt auf Nummer sicher, dass das wirklich durchgestanzt ist. Mit einer Prickelnadel könnt ihr euch eure ausgestanzten Elemente aus den Stanzschablonen rausholen. Und das war jetzt Ring Nummer 1. Das Ganze wiederholen wir nochmal. Stanzen wieder einmal vor. Das hat in dem Fall auch mit einem Mal funktioniert, wie es aussieht. Ihr müsst das halt austesten, je nachdem, welche Stanz- und Prägemaschine ihr besitzt, welche Stanzschablonen und welches Papier. Das ist ja auch von allen Elementen abhängig. Also manche haben da Schwierigkeiten mit und manche halt nicht. Ne? Das ist ja, was soll ich dazu sagen? Ich gehe mal so. Also wenn ich dann mir angucke, die Stanzschablone drückt sich nicht raus nach einmal kurbeln, dann benutze ich halt die andere Technik und gehe einmal vor und einmal zurück. Meistens geht es aber auch schon automatisch, dass ich das doppelt kurbel. Ich habe übrigens die rosa magnetische Platte von, oh, wie heißt das nochmal? Von Craftelia verwendet. So. Hier sind vier schon bereits ausgestanzte Elemente, Kreise. Ich benutze wieder den Tacky Glue vom Action. Das heißt, ich habe den in eine kleine Flasche mit einer Pressionsspitze umgefüllt und kann so den Kleber sehr fein auftragen. Lege den zweiten Ring oben drauf, probiere das Ganze so zu schieben, dass dann der Ring wirklich hundertprozentig übereinander liegt oder fast hundertprozentig. Mit einem Glaselement habe ich das Ganze beschwert, damit der Kleber besser setzen kann. Der wird halt platt gedrückt und kann die ausgestanzten Elemente zusammen fixieren. Kleber wieder zumachen, auch ganz wichtig, damit euch das Ganze nicht verstopft. Das Ganze wiederholen, auch wieder zudrücken. Für heute habe ich mich entschieden, ein neues Garn auszuprobieren. Ich habe für 2 Euro eine Garnrolle von Teddy gekauft. Die hat einen schönen Farbverlauf, nennt sich, glaube ich, Einhornwolle in pastellig. Mit der Häkelnadel hole ich mir den Faden einmal durch den Ring, ziehe den Faden durch diesen Ring um den quasi den Knoten zu fixieren. Das heißt, ihr müsst beide so ein bisschen fester ziehen, dann habt ihr den Knoten auf der Häkelnadel sitzen. Einmal den Faden durch die Lasche, dann habt ihr eine Luftmasche quasi fertig. Und jetzt geht das Ganze los. Ich gehe mit der Nadel durch den Ring und hole mir den Faden von hinten nach vorne. Hier hat sich das Ganze ein bisschen aufgetrennt. Ich musste, glaube ich, das Ganze wiederholen.
Da habe ich einen Fehler gemacht und das habe ich jetzt im Video belassen. Einmal durch den Ring den Faden von hinten holen, Faden von vorne und einmal das Ganze zusammen durchziehen. Das heißt, ihr zieht mit dem letzten Faden durch die zwei Schlaufen, die auf der Nadel entstanden sind. Und das Ganze wird so lange wiederholt, bis der ganze Ring bedeckt ist. Die feste Masche ist jetzt mit Abstand die einfachste Masche, die ist aber auch die kleinste. Das heißt, ihr könnt von der festen Masche auf zum Beispiel halbe Stäbchen wechseln, ein ganzes Stäbchen oder ein doppeltes Stäbchen. Das sind alles Häkel-Maschenbezeichnungen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch bestimmt auf YouTube finden, wie diese Maschen gehäkelt werden. Ich habe mich halt hier für die einfachste entschieden. Und das Ganze wieder von vorne und von vorne und von vorne. Das heißt, es wiederholt sich. Einmal durch den Ring Faden holen, dann vorne den Faden und durch die zwei entstandenen Schlaufen. Die letzte, die sozusagen vorher schon da war und die zweite, die ihr durchgezogen habt. Einfach den Faden durchziehen. Und so entsteht die feste Masche. Ihr könnt das Video auch verlangsamen, wenn euch das Ganze zu schnell geht. Das ist übrigens, sage ich mal, in einer normalen Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe das Video nicht beschleunigt. Das ist, so häkle ich. Am Anfang habe ich mich da irgendwie vertan. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Aber wenn man den Dreh quasi raus hat, dann ist das einfach nur noch stumpfes Wiederholen. Ich mache das halt nicht jeden Tag. Ich mache das zum Beispiel für meine Bastelfreunde als Geschenke. Ich meine, diese Ringe sind irgendwie als Beigabe zu Ostern entstanden. Ich habe verschiedene Garne schon zu Hause in verschiedenen Farben. Und ja, oft ist es so, dass ich mir trotzdem immer neue kaufe oder Neues finde. Und ja, diese mit dem Silberfaden versetzte gefallen mir schon ziemlich gut. Also die sind ein bisschen festlicher. Wenn ihr was Neutraleres haben wollt, könnt ihr auch euch für eine Farbe entscheiden. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt sehr gut im Bild durch, also ob ihr das wirklich nachvollziehen könnt, was ich da treibe. Ich habe das einfach mitlaufen lassen und hoffe, euch dann eine Möglichkeit zu geben, wie ihr auch Deko-Elemente selber basteln könnt oder vielleicht tatsächlich so wie ich als Goodies oder kleine Überraschungen für eure Bastelfreunde oder Leute, die damit was anfangen können. Ich meine, der Ring selber ist ja aus Papier, das heißt, für genähte Sachen würde sich das halt nicht eignen. Man müsste das ja schon irgendwie aus Folie haben oder zumindest aus Holz. Die Ringe aus Holz zum Beispiel finde ich viel zu dick und da kann ich mit Pappe zum Beispiel viel feinere Ringe stanzen und damit auch dann halt auch schöne Elemente für Grußkarten oder Verpackungsmaterial selber machen. Später im Video seht ihr auch das Ganze mit einem kleineren Ring. Das ist mit der Stanzschablone vom Action. Ich glaube, die kleinste von denen entstanden. Ja, je nachdem, was für ein Projekt das ist, kann man sowas zum Beispiel sehr gut mit unterbringen. Und wenn es zu groß ist, ist ein kleinerer vielleicht besser geeignet. Ich dachte nur, fürs Video wäre es vielleicht schlauer, die größeren zu zeigen oder mitzufilmen. Wenn ihr mit dem ganzen Umhäkeln soweit durch seid, das merkt ihr ja, wenn ihr die Pappe schon nicht mehr seht, dann seid ihr am Ende angekommen. Da müsst ihr das Ganze noch verbinden. Das heißt, ihr stecht die Nadel dann in den Anfang zurück, wo ihr quasi angefangen habt und zieht das Ganze noch mit der letzten auf der Nadel liegenden Masche zusammen durch und dann habt ihr quasi noch einen weiteren eine Kettmasche nennt sich das. Und wenn ihr das Ganze nochmal knotet, dann ist es auch ganz sicher. Könnt ihr auch den Faden schon abtrennen. Hier setze ich das Ganze zusammen. Also steche ich in den Anfang ein, hole mir den Faden zurück und durch die
Lasche, die auf der Nadel noch saß, nochmal durch. Den Reststück nochmal durchziehen und dann festziehen. Das ist quasi mein Knoten. Und ich knote beide Elemente, den Anfangsfaden und den Endfaden, nochmal von Hand fest, damit halt tatsächlich sich nichts mehr abtrennen kann. Und den überschüssigen Faden könnt ihr dann auch mit der Schere einfach nur noch abschneiden. Dann haben wir schon das erste Element fertig. Da hole ich euch wieder die gestanzten Elemente wieder zurück. Hier, das ist der kleinste Ring, wie gesagt, aus dem Action-Stanz-Schablonen-Set. Auch da ist das Prozedere genau das gleiche wie vorhin. Die Ringe sind etwas dicker als die von Poppy Stamps. Auch wieder einfach mit Flüssigkleber drauf. Und den zweiten Ring oben drauf setzen. Zurechtschieben, dass es übereinander liegt und zu drücken. Ich habe jetzt einfach nur mit dem Glas festgedrückt, damit ich quasi weiterdrehen kann. Wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch richtig setzen lassen und dem Ganzen Zeit lassen. Man fängt genauso an, man holt sich den Faden wieder durch den Ring, macht die erste Masche sozusagen, eine Luftmasche. Da hat sich der Faden irgendwie verfangen, den hole ich mir wieder zurück nach hinten. Jetzt hole ich mir einen Faden und dann einen von hinten. Das heißt, das wird wohl ein halbes Stäbchen insgesamt sein. Das heißt, ihr holt euch einen Faden vorher, zieht dann durch den Ring, holt euch einen zweiten und mit dem dritten holt ihr dann alle auf einmal von der Nadel runter. Auch wieder einen Faden, den zweiten von hinten, dritten von vorne und einmal zusammen. Ich bin, wie gesagt, kein Häkelexperte. Ich kann euch nur in etwa beschreiben, was ich da gerade treibe. Und für weitere Videos wäre vielleicht eine richtige Häkelanleitung angesagt. Für diejenigen, die wissen, wie man häkelt, ist das vielleicht total nachvollziehbar. Ich hoffe es zumindest. Um einen Kommentar und eure Meinung würde ich mich sehr freuen, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich drehe die Videos und ich weiß gar nicht, ob euch das Ganze interessiert. Der Ring an sich ist ja schon etwas dicker und dieses halbe Stäbchen... Das halbe Stäbchen hat auch ein bisschen größere Höhe, sage ich mal, als eine feste Masche. Und damit sieht das ja schon ein bisschen anders aus. Und ihr könnt, wie gesagt, verschiedenste Maschen ausprobieren. Ihr könnt auch kombinieren und vielleicht auch dann noch eine zweite Reihe dranhängen. Ihr könnt auch noch eine Art Zierdeckchen draus machen. Die Optionen sind eigentlich immer offen. Man kann ja damit echt schön spielen. Das habe ich jetzt natürlich beschleunigt. Es ist ja im Grunde alles dasselbe. Wenn man verstanden hat, was man da macht, ist das eigentlich eine reine Wiederholung, bis der ganze Ring geschlossen ist und bedeckt ist mit euren Stichen. Und am Ende heißt es dann auch nur noch wieder mit einer Kettmasche das Ganze verbinden. Das heißt, den Anfang und das Ende zusammenbinden und knoten. Und da bin ich, glaube ich, auch schon so gut wie fertig.
in den Anfang stechen, den Faden rausholen, verbinden, den überschüssigen Faden abtrennen, einmal nochmal eine feste Masche bzw. Knoten, die beiden Endstücke zusammenknoten von Hand, damit sich das Ganze nicht wieder auftrennt. Und dann wären schon mal zwei Ringe fertig. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Es war was für euch. Ich hole euch auch ein bisschen näher mit der Kamera ran. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen der festen und Masche und dem halben Stäbchen. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.